Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war damals noch zu den Quick-Zeiten. Noch gar nicht lang Gitarre gespielt. Wir konnten eigentlich fast noch nichts. Und dann haben wir, das ist jetzt aber auch schon 5 Jahre her oder noch mehr. Oh, das war ein langer Prozess. Und dann haben wir einfach mal angefangen, bei uns in der Musikschule zu proben. Und dann gab es ein paar Werkzeuge. Da war der Flo in der Party am Anfang. Dann hatten sie zuerst einen anderen Schlagzeuger, einen anderen Sänger, einen anderen Bassist. Wir sind jetzt noch gar kein Bassist. Dann bin ich als Schlagzeuger eingestiegen. Kam dann der Andi dazu, der ist heute nicht da. Und dann hat der Flo dann das Ruder ergriffen und gesungen. Und die Gitarre dann Andi überlassen, hat man noch einen neuen Bassist, dann nochmal, der Willi. Dann ging es euch eine Weile ganz gut. Dann ist der Willi von uns gegangen aus der Band. Und dann kam der Juni als zweite Gitarre und da die zurück an Bass. So ungefähr. Ja, aber so passt jetzt ganz gut. Ja. Wie kamt ihr zu dem Gig mit Propane? Da kam es dazu, ein Kollege von mir, mit dem ich früher eine Band hatte, der hat auf der Seite vom Club Woodville gesehen, dass für Propane eine Vorband gesucht wird. Propane ist für mich eine Band, die höre ich jetzt echt schon eine Weile. Und dann hat er mich und Flo drunter verlinkt, wir sollen uns doch da bewerben. Dann habe ich gleich Flo geschrieben, so, hey, wie sieht's aus, sollen wir uns bewerben? Und dann hat Flo gemeint, ja, die Bewerbung ist schon draußen. Liebt die Band eigentlich ziemlich und... Und jetzt läuft es. Ja, eine Band, wo man dieses Jahr die auf dem Festival gesehen hat und dann jetzt mit denen zusammenspielt, das ist schon irgendwie eine Herausforderung und auch irgendwie Aufregung ist auf jeden Fall mit dabei. Was ist Southwest Hardcore? Southwest Hardcore. Dieses Southwest Hardcore ist eigentlich, wie es der Name sagt, hier aus dem Baden-Württemberg, Southwest Deutschland. Wir kamen irgendwann mal so mit diesen ganzen Gangzeichen aus Amerika irgendwie und dann haben wir halt irgendwie nur mal Spaß gesagt, wir machen unser eigenes. Southwest Hardcore steht eigentlich auch eher so für die ganze Crew und für die ganze Gang und nicht nur für die Band, sondern für alle, die dazugehören, Freunde, Verwandte, alle, die auf die Shows kommen, alle, die zuschauen, alle, die sich Sachen von uns kaufen. Jeder, der uns supportet, alle gehören dazu. Und das steckt da so für mich auf jeden Fall drin. Was macht für euch die Hardcore-Szene besonders? Dass es familiär ist. Ja. Also für mich die Freundschaft. Dass man einfach überall, egal wo man hingeht, in der Show spielt, man wird immer super behandelt, man versteht sich mit anderen super. Vor allem, ich muss ja gar nicht für sich, das einfach wie die Leute sich eben im Hardcore verhalten, einfach diese, wenn man sich ein bisschen mit der Entstehung auseinandersetzt. Es gab noch nie Probleme. Und jeder wird akzeptiert. Das ist schwer zu beschreiben, das ist einfach so ein Gefühl und für mich ist das irgendwie, ich fühle mich da zu Hause im Hardcore. Vor allem Toleranz. Und mein Lieblingssatz ist da immer noch, Hardcore is more than music. Das ist so, finde ich, der passt am besten. Wer von euch kommt immer zu spät? Ich. Und Louis. Und Paddy. Und Paddy. Immer einen Kasten Bier im Proberaum? Ja. Und mehr. Ihr Hauptalk. Bestes Album aller Zeiten. Das alte von Terror. Keepers of the Faith. Irgendwas von Terror von früher. Always the Hard Way, One with the Underdogs. Ja. Linkin Park Hybrid Theory. Terror.